Ja, servus, ihr lieben Leute da draußen. Es ist heute der 22. Februar, gerade 21.21 Uhr. Wie schön. Und AMD hat nun offiziell den Startschuss für Vorbestellungen für die AMD Ryzen CPUs und auch Mainboards gegeben. Und ich nutze mal die Gelegenheit. Ich mache mal einen auf Hardware-Rat. Sicherlich all euren Hardware-Spezialisten da draußen bekannt, dieser Kanal. Er empfiehlt ja immer wieder Zusammenstellungen und dergleichen. Und ich dachte mir, klicken wir uns doch einfach mal einen Geizhalswarenkorb mit einem Ryzen-System zusammen. Released wurden jetzt einzig und allein bisher nur die 8-Kerner, die drei Versionen, die rauskommen sollen. Ja, wir bauen jetzt einfach mal ein Einstiegs-Ryzen-System nach aktuellem Stand, nach Stand heute, mit dem man dann Spaß haben kann, womöglich. Also ich klicke das einfach mal mit euch zusammen. So, wir haben jetzt hier schon mal eine Wunschliste und ich nenne es mal Ryzen Einstei, ja wohl 8-Core Einsteigor. So, speichern. Und da klicke ich mir das jetzt entsprechend zusammen. Dann könnt ihr das auch mal so ein bisschen sehen, diese Wegfindung, die ich dann auch immer gehe, wenn ich zum Beispiel ein System plane. Das mache ich sehr gerne über Geizhals, weil man hier sehr viele Informationen zu den einzelnen Komponenten direkt abrufen kann und so. Und das macht das Ganze dann einfach sehr, 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 sehr übersichtlich. Und ich beginne dabei immer mit einem der schwierigsten Punkte. Wenn das System jetzt nicht für mich ist, sondern für irgendwen anders, das Gehäuse, das ist dann immer so, wow, oh mein Gott, ja, was, wie, wo, wenn nicht, dann, jetzt, warum, was will man tun, ja? Muss ja jeder selber wissen, was er da haben möchte. Ich nehme jetzt einfach mal den guten, bewährten, günstigen Nanoxia Deep Silence 3 in Schwarz. Nicht hier lang rumjuckeln, das ist ein tolles Case und bietet viele Funktionen fürs Geld. Können uns das ja mal ein bisschen angucken. Ist ein normales ATX-Gehäuse, bietet genügend Platz für Festplatten. Man kann hier den mittleren Käfig entfernen, den da oben könnte man auch abschrauben, theoretisch. Hier hat man halt Platz für 5x3,5 Zoll und 3x2,5. 120er Lüfter hinten. Ich glaube 120er vorne. Ist gerade gar nicht so schlüssig aus dem Kopf. Zwei vorne, 220er vorne, 120er hinten. Oben on top kann man auch eine Platte entfernen für Frischluft entsprechend. Und dort könnte man auch theoretisch noch 240er Lüfter installieren. Zweimal USB 3.0 in der Front, einmal 2.0. Man kann auch optische Laufwerke einbauen, was ich eigentlich sehr schön finde und immer gut finde. Eine Lüftersteuerung ist integriert. Das ist für 70 Euro wirklich ein ganz, ganz tolles Case. Es ist ein bisschen fummelig, um an die Staubfilter zu kommen. Da muss man die Front abreißen für. Abreißen hört sich jetzt böse an. Ja, schlichtes Äußeres, komplett gedämmt. Tolles Case als Ausgangsbasis im Prinzip für viele Rechnerbauten, kann man so sagen. Als nächstes brauchen wir ein Netzteil. Da ich jetzt hier ein Einstiegssystem machen möchte, möchte ich halt auch irgendwo schauen, dass ich nicht über die Stränge schlage. Und daher nehme ich dann hier tatsächlich auch ein Einstiegsnetzteil. Also ein ganz einfaches 80 Plus aus der Cooler Master B-Serie. Wenn sie denn lieferbar wären, sind bestellt. Auf Lager. Amazon hat es versandfertig. Es ist gut. Die haben alle notwendigen Schutzschaltungen, sind jetzt nicht die Effizienzwunder. Also es gibt welche mit besserer Effizienz, 80 plus Bronze, Silber, Gold, Platinum, schlag mich tot. Die haben jetzt halt nur eine normale 80 plus Zertifizierung. Allerdings verfügen sie über sämtliche Schutzschaltungen, die da so benötigt werden. Und das haben halt auch viele Tests erwiesen, dass das wirklich in der super günstigen Preisklasse optimal ist. Das ist jetzt hier ein 500-Watt-Netzteil, optimal für eine GPU, ja, also hier zwei mit zwei Stromanschlüssen, 6-Pin und 8-Pin dabei. Darum wähle ich dieses Netzteil. Da hat natürlich jeder seine Favoriten, da kann man auch locker flockig mal ein bisschen mehr Geld ausgeben natürlich. Ist wie gesagt ein Einstiegsprodukt, aber wird seinen Zweck auf jeden Fall erfüllen, ne? Fester Kabelbaum dran. Floppy hat man sogar auch noch. Die klassischen Stromanschlüsse, drei Stück, 6x SATA-Strom. Ja, langt, funktioniert. Ja, aktives PFC, das heißt, die Power Factor Control ist aktiv, gleicht sich also an den Eingangsstrom an und an die benötigte Power. Ich weiß, ich erzähle jetzt wieder ein bisschen Quatsch. Dann korrigiert mich gerne in den Kommentaren, ihr Netzteilspezialisten da draußen. So.
das. Jetzt wird es interessant. Jetzt geht es nämlich zum Mainboard. Da nehmen wir uns natürlich AM4. Aktuell jetzt hier, das ist wirklich gerade ganz frisch, ja. Es gibt ganz viele unbekannte Mainboards. Ich sage euch, das sind alles SROC-Boards. Das ist sehr interessant. Gibt es einige Platinen hier schon gelistet. Allerdings auch nur die beiden modernen Chipsätze. Was heißt modern? Die sind ja alle taufrisch, ganz neu. Aber nur die Chipsätze, die auch das Overclocking ermöglichen. Also die Einstiegs-Chipsets sind noch gar nicht gelistet. Und das schlägt sich natürlich auch auf die Preise nieder. Man sieht es hier, es geht erst bei 86,86 los. Wie gesagt, das ist jetzt erster Abendpreis, ist natürlich entsprechend hoch angesetzt, keine Frage. Ja, also B350-Chipsatz, das ist the way to go, dann jetzt so für den Anfang. Wobei ich da mich wahrscheinlich für ein ASRock oder ein Asus entscheiden würde. Ich glaube, in dem Fall würde ich tatsächlich zu einem Asus tendieren, da es ein bisschen günstiger ist in der Preislage. Das B350, wo ist es? B350 Plus. Das macht eigentlich einen ganz coolen Eindruck. Das hat diesen schönen schwarz-roten Look. Okay, hilft uns bei dem Gehäuse nicht weiter. Aber ich habe mit dem H81 Gamer, das war ein Intel L50 Board, ähnlicher Look, ähnliche Ausrichtung, sehr, sehr gute Erfahrungen eigentlich gesammelt. Es hat jetzt nicht die umfangreichste Kühllösung und dergleichen hier für die Spannungswandler, aber die Spannungswandler sind gekühlt, sechs Phasen CPU-Versorgung, also es ist für mildes Overclocking sicherlich noch geeignet, jetzt nichts für das super Overclocking. Da würde ich dann schon eher zum ASRock raten, aber das kostet auch 20 Euro mehr. Also da würde ich das hier bevorzugen, ne? PCI Express 16-fach, Ultras M2 Slot, 4x DDR4, zwei SATA hier abgewinkelt, die man dann schön installieren kann. Wir werden eh nur zwei SATAs benutzen erstmal. Hier sind noch vier weitere SATA 6 unten. Das Rear Panel. Oh mein Gott, 8 USB-Ports. Oh, Intel, 8 USB-Ports. Hallo Skylake-Boards. Willkommen in der Zukunft. Grafikanschlüsse, weil die Einstiegs-APUs, die es auch noch nicht zu kaufen gibt, frei erhältlich, sind nämlich noch auf der alten Bulldozer-Architektur im Prinzip. Excavator, weiß der Geier. Und die haben integrierte Grafik. Und es wird auch in Zukunft wird es Ryzen-APUs geben. Das wird der Bonus, wenn du dann einen 8-Kerner, nee, 8-Kerner nicht, aber einen 4-Kerner mit 8 Threads, wenn du dann 4-Kerner mit 8 Threads und integrierte APU mit DDR4-Anbindung hast, dann kannst du mit der integrierten Grafik Battlefield 1 in Full HD spielen. Da freue ich mich schon drauf, das wird richtig cool. Ich weiß, das war jetzt ganz viel in die große Glaskugel geschaut, aber darum sind diese Grafikanschlüsse hier dran. Die Ryzen CPUs selber haben nämlich keine Grafik integriert, aber die sind dann hier dabei. Also hier zweimal USB 2.0. Das ist der 3.0er, das ist dann der 3.1er mit Super High Speed, mit Typ A. Wunderbar, habe ich nichts gegen. Und nochmal 2.3.0, Gigabit LAN, Onboard Audio, nichts Wildes, aber ja, das ist halt eher ein günstiges Board. Auch wenn die jetzt First Night ein bisschen teuer sind, für meine Begriffe. So, aber ist schon in Ordnung. Man kann damit overclocken, ja. Das ist nämlich bei den Ryzen CPUs so, jede CPU erlaubt Overclocking, aber es ist vom Chipsatz abhängig, ob du overclocken darfst. Und da ist es, ich wiederhole mich da gerne, der B350 oder der X370 Chipsatz ist aktuell das, womit das Overclocking dann möglich wäre. So, CPU, AM4, und da haben wir hier die brutalen erste Abendpreise. Und wir nehmen das kleinste Modell in dem Fall, den Ryzen 7 1700. Das ist ein 8-Kerner mit 8x3 GHz, 3,7 GHz Turbotakt. Er verfügt über 16 Threads, genauso wie zum Beispiel der Core i7 6900. Und er kostet hier 359 Euro. Ich denke, die Preise werden sich noch ein bisschen nach unten korrigieren. Aber das ist jetzt erstmal so für einen ersten Bild. Ja, ich bin gespannt, was am Ende für eine Summe rauskommt. Wird spannend. Ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ist jetzt hier die Variante mit Wraith Spire Kühler. Das ist ganz interessant. Das hatte heute auch die PC Games Hardware. Wir hüpfen jetzt mal kurz hin und her. Die hatten noch hier, offizielle Preisempfehlung bei Amazon, ist wieder verschwunden. BioStar sagt so und so viel Ramsch. Wo waren das? Dim.
war das gestern. So, hier sind die Boxkühler. Und das war das doch nicht. Details zu Boxkühlern für Zen, detaillierte Bilder, tralala. Das war doch heute, oder nicht? Da wurden doch die ganzen Kühler verglichen. Dann ist das wahrscheinlich in dem dicken Artikel hier drin. So sieht's aus. Ich scroll mal runter. So, dann gibt's nämlich den, das ist jetzt hier der Wraith Max. Den gibt's aktuell noch gar nicht. Und hier wäre jetzt der Wraith Spire drin. Also Kühler. Den möchte ich auch benutzen in dem Bild, weil das erstmal auf jeden Fall absolut ausreichend ist. Und jetzt gibt es keine CPUs mehr für AM4 oder was. Jetzt hat sich netterweise Geizhals gerade zerlegt. Och Leute, veräppelt mich doch nicht. Musstet ihr jetzt die CPUs rausnehmen? Ah, kommt, hört doch auf. So. Wraith Spire ist der mit dem AMD-Logo und dem Ring dabei. Und der Stealth, das ist halt die kleinere Variante. Und der Wraith Spire, der ist halt ein bisschen höher gebaut. Der hat ein bisschen mehr Kühlfläche. Und daher würde ich auf jeden Fall die Spire-Version der normalen Wraith-Version bevorzugen. Ja? Die kosten aktuell beide das gleiche. Hier habe ich es noch auf. Guck mal. Mal gucken, ob ich den aufrufen kann. Ah, hier ist Wraith Max und Wraith Spire. Ach so. Dann nehmen wir natürlich Wraith Max, ne? Der mit Dampf und hier, bling bling. So, aufrufen. Siehst du, da ist der Artikel doch noch. Ah, kostet jetzt 82 Euro. Ah, ist ein Fujitsu Livebook. Ihr Blödmänner, echt, ihr seid dumm. Ja, sowas passiert nun mal in einer Live-Show. Also wir sagen jetzt mal 359 Euro, das halten wir jetzt fest dafür. Ich werde den Warenkorb jetzt trotzdem vervollständigen und dann zählen wir das nachher dabei. Ja, so passiert das hier auf Geizhals. Die sind gerade voll am Rödeln, voll am Brodeln. Vielleicht durften sie das noch nicht in den Preisvergleich hauen. Wer weiß das schon so genau? Exklusive Deals. Nur bei Alternate darfst du jetzt vorbestellen und nicht bei PC King oder so. Oder Mind Factory oder Bora Computer oder K&M oder Plus.de. RAM ist ein ganz großes Thema. RAM-Preise sind gestiegen wie die Sau. Und fürs Gaming und für die meisten Anwendungen reichen 8 GB immer noch vollkommen aus und darum würde ich jetzt aktuell auch nur, entweder sagt man jetzt, okay, ich möchte jetzt aktuell, ich habe ein bisschen Geld über, ich möchte jetzt aktuell wirklich schon mal in den sauren Apfel beißen, dann hole ich mir halt 2 8 GB Module, aber der Allgemeinheit möchte ich empfehlen, holt euch lieber jetzt 8 GB 2x4 und holt euch irgendwann nochmal 2x8 dabei und dann habt ihr mehr 24 Gig und dann ist gut, dann ist Ruhe, weil der Preis ist so gestiegen, also der hat sich verdoppelt im Gegensatz zum letzten Sommer und das ist halt schon leider sehr amok, aber was willst du machen? Wir nehmen jetzt hier einfach mal die Corsair Vengeance, also das ist eine 3000er, muss ja gar nicht sein, oder? Aber der Preis ist gerade ganz gut, ne? Ja, naja, was heißt ganz gut? 70 Euro, wenn man schaut, der hat mal 51 gekostet. Ja, es geht einigermaßen. Wir nehmen den Corsair Vengeance Rot, 8 GB DDR4 3000. Der hat dann sogar noch ein bisschen Reserven diesbezüglich. Den packen wir jetzt mal mit da rein. Ein 8 GB Kit, 2x4. Wie gesagt, es reicht aktuell eigentlich noch für alles aus und dann hat man damit Ruhe. Als nächstes greife ich mir dann, Lüfter sind ja im Gehäuse vorhanden. Jetzt haben wir Board, CPU und RAM. Dann schnappe ich mir jetzt mal Laufwerke und da nehmen wir uns natürlich eine SSD, ganz klar. Die sollte mindestens 200 GB haben. Wir können jetzt natürlich eine M2 nehmen. Müssen wir mal gerade schauen, ob das irgendwie preislich relevant ist. M2 ab 240 Gig. Ja, man könnte eine M2 nehmen, die sind halt schön kompakt, ne? Dann könnte man da schön verstecken. Hier die SanDisk zum Beispiel. Und wir gucken hier nochmal, was hier Sache ist. Ab 240 GB. OCZ muss jetzt nicht sein. Western Digital ist auch nichts anderes als SanDisk. Ja, das ist auch immer so eine Glaubensfrage, gell? Also klar kann man dann auch Samsung nehmen und Kingston HyperX und ihr seht das hier,
HyperX ist dann sogar relativ schlechte Schreibraten. Wir nehmen mal die M2, die SATA-Version allerdings, weil PCI Express ist mir da eindeutig noch zu teuer. Wobei hier, Intel, die 600er, hier ADATA, die macht schon Dampf beim Lesen, ne? 128 GB M2 PCI Express. Wäre eine Option. Ich nehme aber eine normale. Lieber ein bisschen mehr Platz haben. Und dann ist das auch in Ordnung. So, eine normale, aber M2 SATA. Der Unterschied halt PCI Express, die sind direkt an den PCI Express Bus angebunden. Da bietet Ryzen in dem Bezug bis zu 4 Lanes. Was dann halt Lese- und Schreibraten von 2500 MB und mehr ergibt. Oder halt die SATA-Anbindung, welche dann halt ganz normal über SATA im Endeffekt läuft und natürlich bei 550 MB die Sekunde dann dicht macht, limitiert. Aber das ist normal ausreichend, da bekommt man ein bisschen mehr fürs Geld und wir schnappen uns jetzt einfach mal hier die ADATA und fertig ist. So, wenn sie dann auch dann bei einem der großen lieferbar ist. Amazon nimmt da relativ viel. Was ist mit der SanDisk X400? Die gibt es dann auch bei Mindfactory. So, ab dafür. Die rein. Und dann nehmen wir uns natürlich, das ist immer noch so eine Sache, viele sagen, ja, du hast doch sicherlich noch eine Platte zu Hause und dies und das. Ich packe jetzt einfach mal eine 1 Terabyte Festplatte noch dabei. Würde da pauschal bevorzugen Modelle von Seagate oder Western. Nehmen einfach mit hier rein und die soll halt ein bisschen Performance auch haben, also eine 7200 Umdrehungen Platte. Und ja, nehmen wir mal hier die Western Digital Blue, 1 Terabyte. Ja, Vorsicht vor OEM Platten, das übliche, und die packen wir dann auch mit dabei. So, jetzt haben wir die Kiste schon fast komplett fertig, fehlt nur noch die Grafikkarte und das ist natürlich die goldene Glaubensfrage, was nehme ich denn jetzt da? Und ich würde nach aktuellem Anlass, aufgrund der Ausrichtung auch dieses Systems, dass es halt eher der Einsteiger Ryzen-PC ist, würde ich noch bei AMD bleiben, eine RX 480 nehmen. Die sind jetzt im Preis sehr attraktiv geworden. Und ja, vor allem empfehlenswert ist da hier das Modell von MSI. Da hört man immer nur Gutes von. Die sollen super leise sein. Die PowerColor Red Devil hat ja, glaube ich, nicht so richtig... Ja, die ist auch auf dem gleichen Niveau. Die habe ich ja auch schon getestet. Das ist auch eine super tolle Karte. Die ist ein bisschen lang für den Deep Silence. Das ist, ja, ne? Ist das halt auch hier so... Also das MSI-Modell, die PowerColor ist sehr gut. Die Sapphire ist ein bisschen laut wohl. Und die Asus, die muss man manuell tweaken. Die ist aber auch ein bisschen teurer. Also das sind so die empfehlenswerten Modelle, was man so an Erfahrung gesammelt hat. Ich nehme jetzt hier einfach mal die MSI Radeon RX 480 Gaming. Eine 8 GB Karte, volle DirectX 12 Power, für alles aktuell in Full HD mehr als ausreichend. 1440p bei hohen Einstellungen, auch ohne Probleme machbar mit 60 FPS und dann hat man halt Spaß. Und das Ganze für 239 Euro ist ein tolles Angebot. Alternative auf Nvidia-Seite wäre zum Beispiel die 1060, wobei die halt nur 6 GB Bildspeicher hat. Die geht dann aber auch erst bei 260 Euro los. Die ist unter DirectX 12 nicht ganz so flink, also legt nicht ganz so krass zu wie die RX 480, ist aber etwas sparsamer. Ne? Fanboysen bei Grafikkarten ganz schlimm. In Russland bringen sie sich gegenseitig um, deswegen. Also das, ich weiß nicht, ob ihr es gelesen habt, aber ist auch egal. Anderes Thema. Ein One Step Further wäre natürlich eine GTX 1070. Mehr würde ich da jetzt aber auch nicht machen. Also ich würde da keine 1080er reinpacken, weil das ist einfach Overkill. Dann würde ich auch eine dickere CPU nehmen. 1070er, wie ihr hier seht, so ab 400 Euro. Wie gesagt, ich bleibe bei der 480er und wir schauen jetzt mal, was unser 8-Core-Einsteiger. Ah, die CPU ist drin. Die. Hatte ich schon reingelegt gehabt. Gut, mit Wraith Spire ist egal. Was die Kiste jetzt sagt, ich fliege noch einmal drüber. Also wir haben das Deep Silence 3 im 500 Watt Cooler Master Netzteil. Das Asus Prime B350 Plus ATX Platine. Den Ryzen 7 1700. Muss man erst sich dran noch gewöhnen. Ne? 8x3 GHz, 3,7 GHz Turbo. Freier Multiplikator, lässt sich übertakten. Hat eine TDP von 65 Watt. Für einen 8-Kerner ist das der absolute Burner. Wie gut die sich überhaupt clocken lassen,
Wir wissen es noch nicht, wie gut der sich auf höherwertiges Niveau bringen lässt. Also sagen wir mal so, auf allen Kern 3,7 oder auf allen Kern 3,5 konstant, weiß man noch nicht, ja. Bei Mehrverbrauch, das weiß man noch nicht. Wird man sehen müssen. So, dann die SanDisk X400, 256 GB SSD, 1 TB Platte und als Grafikmonster, als kleines, die, kleines gut, die Radeon RX 480. 1000 Euro Maschine. Ja, 1014. Für 8 Kerne, für massig Multithreading Power, in einem schönen, kompakten, leisen Gehäuse und 1080p Gaming, wo es nur hingeht. Ja, das ist so die erste Übersicht. Die Ryzen Einstiegsmodelle fehlen jetzt noch auf der Palette. Das geht ja runter bis zum Quad-Core, wo irgendwas von $129 die Rede war. Das ist natürlich ein Unterschied, ob du jetzt 360 Euro bezahlst oder meinetwegen 150 Euro. Dann wären wir bei der Kiste schon bei 800 Euro. Womit wir wieder auf dem Niveau sind von meinem Skylake-System, dem 750 Euro Skylake-System, welches ich gebaut habe. Da steckte allerdings auch nur eine R980 drin. Gut, das ist auch schon ein paar Monate her, aber da wäre man auf jeden Fall auf einem Niveau und höchstwahrscheinlich dann sogar ein bisschen leistungsstärker unterwegs, zumal hier auch eine SSD und eine Extraplatte drin ist und so. Das ist jetzt gerade Birnen- und Äpfel-Vergleich. Ja. Erstes Beispiel, ich packe euch mal den öffentlichen Link zu diesem Warenkorb. Ich hoffe, ich kann die CPU noch ändern. Dann unten in die Beschreibung rein. Mal gucken, ob sie wieder da sind, die CPUs. Ne, sie sind verschwunden. Sie bleiben verschwunden. Ja gut, aber ich kann das ja sharen und dann könnt ihr euch da auch mal durchklicken und das genießen. Ja, war mal ein neuer Weg von mir hier, den Ryzen-Hype ein bisschen auszubaden. Ich habe noch nicht bestellt, bin aber sehr verlangt, den kleinen eine Chance zu geben, auch wenn der Preis aktuell einfach noch natürlich der Vorbestellerpreis ist, ne? Und ein bisschen over the top. Aber gut, wir freuen uns alle drauf und ich bin raus, bevor ich wieder huste, sage ich bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Einschalten und lasst mal einen Kommentar da, wie euch diese Art Video gefallen hat. Bis dann!